einem neuen Food Friday und auch einem weiteren Zyklus-Talk-Video. Heute geht es rund um das Thema Hormone ausgleichen. Das war ein weiterer Wunsch von euch. Unsere Hormone spielen ja eine große Rolle in Sachen Stimmung und auch Wohlbefinden und vor allem beeinflussen sie auch den Stoffwechsel. Das heißt, bei einem Ungleichgewicht kann es auch sein, dass das Ganze dann zu allgemeinen gesundheitlichen Problemen führen kann. Heute habe ich aber Tipps für euch, um das Ganze in den Griff zu bekommen und vor allem auch passende Rezepte, die sogar jetzt gerade wunderbar in den Herbst und Winter passen, vor allem auch in die entsprechenden Zyklusphasen. Die werden ja auch oft mit den Jahreszeiten verglichen. Vielleicht seid ihr auch davon betroffen und erkennt das vielleicht an folgenden möglichen Ursachen. Das können sein Schlafprobleme, aber auch Gewichtsschwankungen, sehr starkes, unkontrollierbares Hungergefühl, Stimmungsschwankungen, Haarausfall, Veränderungen der Haut oder auch Verdauungsprobleme. Aber es ist nie zu spät, etwas zu ändern. Deswegen steigen wir jetzt direkt mal ein. Starten wir direkt mit einem meiner liebsten Themen, und zwar der Ernährung. Eine ausgewogene Ernährung kann nämlich oft der Schlüssel sein. Vielleicht kennt ihr ja auch mein Video zur antientzündlichen Ernährung, denn es kann ein großer Vorteil für sich und seine Hormone sein, sich antientzündlich zu ernähren. Das heißt beispielsweise, viele verschiedene Gewürze zu verwenden und auch Omega-3 zu supplementieren, dann Lauchgewächse, Beeren und grünes Gemüse zu sich zu nehmen, grünen Tee zu trinken und auch darmfreundliche Lebensmittel wie Kombucha, Sauerteigbrot oder Kimchi zu essen, genauso wie viele Ballaststoffe in die Ernährung zu integrieren. Gute Qualität und auch Bio zu kaufen ist da auch immer eine gute Sache. Ich sag mir da mal selber, dass ich in meine eigene Gesundheit investiere, denn so spart man sich zum Beispiel auch die Pestizide, die eben auch das Hormongleichgewicht stören können. Das Weglassen oder am besten Austauschen von folgenden Produkten kann auch helfen zu dem Thema. Und zwar wären das einmal industrieller Zucker, dann auch hochverarbeitete Lebensmittel, Weißmehlprodukte, Fisch und Fleisch, aber auch Alkohol und Kaffee. Leider ist es eben so, dass in der konventionellen Tierhaltung diesen auch Hormone beigefügt werden, zum Beispiel für schnelleres Wachstum. Und wenn wir die dann eben über diese Nahrung zu uns nehmen, können diese Hormone unsere wiederum durcheinander bringen. Künstliche Zusatzstoffe können unseren Hormonhaushalt auch beeinträchtigen. Und wo wir gerade schon beim Thema Zucker waren, versucht da am besten natürlich zu süßen, wie zum Beispiel durch Trockenfrüchte, die eben auch noch die Ballaststoffe mit sich bringen, wie beispielsweise Datteln. Daraus kann man auch super eine Paste machen, die man dann für verschiedenste Gerichte oder auch zum Backen und Snacken verwenden kann. Und greift vor allem auch am besten auf vollwertige ganze Lebensmittel zurück, also Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreideprodukte, Kräuter oder auch Nüsse, Samen und Kerne. Schaut euch dazu am besten auch unbedingt mal mein Video zum Thema Seed Cycling an. Also nehmt am besten die Produkte, die einfach nur eine Zutat haben, und zwar sich selbst. Also achtet am besten immer darauf, möglichst nährstoff- und abwechslungsreich zu essen. Weiter geht es dann mit dem Thema Bewegung. Wir wollen unseren Cortisolspiegel ja möglichst gering halten, also nicht so viele Stresshormone in uns tragen. Und da eignen sich am besten eben ruhigere Sportarten. Da kommt mir jetzt sowas in den Sinn wie Pilates, Yoga oder auch Barre. Das ist so eine Mischung aus Ballett, Pilates und Körperkraftübungen, die ich jetzt neu für mich entdeckt habe und mir richtig viel Spaß bringt. Das heißt am besten weniger Hardcore-Training, sag ich mal. Also nicht, dass man das ganz weglassen muss, wenn es einem Spaß bringt oder auch stressreduzierend wirken kann. Ich gehe auch immer mal gerne zu so einer HIIT-Class oder mache liebend gerne natürlich auch Cycling. Aber ich versuche das dann wieder auszugleichen, wie zum Beispiel durch Wellness, Massagen oder eben durch die Sportarten, die ich eben genannt habe. Oder natürlich auch einfach Spaziergänge und Zeiten der Natur und an der frischen Luft und in der Sonne sind immer sehr empfehlenswert, um auch vor allem das Nervensystem zu beruhigen. Da kann genauso gut zu zählen, mit dem Fahrrad zu fahren oder auch einfach anstatt die Rolltreppe oder den Aufzug die Treppen zu benutzen im Alltag. Und vor allem, wenn man viel Sport macht oder allgemein einen aktiven Lebensstil führt, ist es auch immer super, super wichtig, sich entsprechend zu nähren, also dem Körper auch die Kraft dafür zu geben. Und gerade jetzt in Bezug auf die Hormone ist es auch sehr wichtig, Fette zu integrieren. Am besten vollwertige wie Avocado, Oliven, Nüsse, Samen und Kerne, pflanzliche Öle und immer Omega-3 zu supplementieren. Schlaf, auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Am besten ist es tatsächlich, wenn man so einen Rhythmus hat, also dass man jeden Tag zur gleichen Zeit ungefähr ins Bett geht und dann am nächsten Morgen wieder zur ungefähr gleichen Zeit aufsteht. Einfach, dass man dem Körper so eine Regelmäßigkeit gibt. Das habe ich jetzt tatsächlich sogar im Urlaub gemerkt. Also wir sind immer so mit dem Sonnenaufgang aufgestanden, um den zu beobachten, dann aber auch nach Sonnenabgang
Sonnenuntergang wieder ins Bett gegangen. Und ja, dadurch ging es mir irgendwie einfach richtig gut. Ich bin sogar ohne Wecker irgendwann aufgewacht. Und das finde ich einfach immer sehr angenehm, dass man da nicht direkt mit so einem Ruck oder irgendwie schon so einem Stressgefühl aus dem Schlaf gerissen wird. Stressbewältigung ist auch so ein wichtiger Punkt, denn gerade chronischer Stress kann zu vielen, ja, gesundheitlichen Problemen auch langfristig führen. Stress hat eben auch einen ganz großen Einfluss auf die Hormone, kann eben den Zyklus beeinträchtigen und zu viel Cortisol erhöht eben auch das Risiko für Infektionen, weil eben das Immunsystem angegriffen wird. Es ist meistens einfacher gesagt als getan. Man kann Stress ja oft nicht einfach weglassen, aber es ist immer gut, etwas sozusagen dagegen zu tun als Ausgleich. Da eignen sich zum Beispiel immer richtig gut Meditationsübungen, Bewegungen, wie gesagt, ausreichend Schlaf oder auch Atemübungen im Alltag und vor allem auch einfach Dinge, die einem selber gut tun. Das kann natürlich ganz individuell sein. Vielleicht braucht man mehr Me-Time oder mehr Quality-Time mit seinen Liebsten. Das kann sein, kreativ zu werden, Zeit draußen zu verbringen, Bewegungen zu lesen. In meinem letzten Zyklus-Talk-Video ging es ja ums Thema PMS. Also falls ihr damit zu kämpfen habt oder irgendwie noch nach Lösungen sucht, die ihr sofort umsetzen könnt, dann schaut da gerne mal rein. Oder auch wenn ihr euch vor der Periode einfach besser fühlen möchtet. Die Rezepte im heutigen Video sind auch darauf ausgerichtet, also auf die Phase vor der Periode. Hatte ich euch ja versprochen, dass da noch was Passendes kommt. Die wird ja auch Lutealphase genannt und mit der Jahreszeit Herbst verglichen. Wenn euch das Ganze jetzt noch gar nichts sagt und ihr vielleicht noch mal eher in diese Basics einsteigen möchtet, verlinke ich euch mal meine Zyklus-Talk-Videos rund um die verschiedenen Zyklusphasen. Und bevor wir mit den Rezepten starten, es gibt gerade den Red Month bei The Female Company, meiner allerliebsten Periodenunterwäsche. Hier schon mal ein kleiner Sneak Peek auf die wunderschönen neuen Teile und das ist wirklich der größte Sale des Jahres. Also ihr könnt bis zu 60% sparen und zwar mit meinem Code RED_Franzi. Damit bekommt ihr nochmal 15% extra auf den Sale. Das heißt, ihr könnt euch jetzt auch gerne schon mal mit Weihnachtsgeschenken eindecken. Ganz neu dabei ist jetzt nämlich hier zum Beispiel die Lace Periodenunterwäsche in der Farbe Magenta Purple in diesem wunderschönen Spitzendesign. Also wie schön kann Periodenunterwäsche sein? Ich trage die immer in der Größe 40, weil ich immer gerne so maximalen Komfort habe in der Periodenphase. Obenrum trage ich bei den Bralettes immer ganz gerne die Größe 38. Das gibt es nämlich auch noch dazu. Da kann man sich dann immer so die Sets zusammenstellen. Hotter than your ex. Hell yeah. Aber nochmal zurück zu dem Star. Ihr müsst auch keine Angst haben vor diesem einen Punkt, vor dem ich vielleicht auch ein bisschen Bedenken hatte, und zwar dieses Windelgefühl. Also dieser Teil hier ist einfach nur 1 Millimeter dicker als reguläre Unterwäsche. Das heißt, dieser Punkt wäre schon mal abgehakt. Zusätzlich fällt auch das Bedenken weg, dass das irgendwie überlaufen könnte, wie ich es vielleicht vorher gedacht habe. Denn die Periodenunterwäsche ist tatsächlich so saugstark wie bis zu 5 Tampons. Und ihr könnt auch wählen zwischen verschiedenen Saugstärken wie Medium Strong, Extra Strong und Ultra Strong und die natürlich dann immer passend zu euren Periodentagen anziehen. Ihr braucht auch keine Angst vor Schadstoffen zu haben. Die Teile sind nämlich ohne Biozide und auch non-toxic. Und es gibt sogar eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Also ich würde sagen, nutzt meinen Code. Ich packe euch mal alles in die Infobox unten rein und lasst es euch während eurer Periode oder auch sonst. Ich trage die Teile nämlich auch sonst gerne im Alltag, weil die einfach zu schick sind, um das nicht zu tun. Und ja, macht euch oder auch euren Liebsten damit eine Freude. Los geht's mit diesen Seed-Cycling-Reiswaffeln. Ich muss ja sagen, so Schoki-Reiswaffeln gehören zu meinen allerliebsten Snacks. Deswegen wollte ich die gerne mal selber machen und habe die direkt noch ein bisschen aufgepimpt. Dafür habe ich die Schokolade erstmal temperiert, damit die nachher auch schön knackig wird. Dafür einfach schmelzen lassen und noch dann, wenn sie geschmolzen ist, ein Stück Schokolade hinzugeben, um das Ganze wieder von der Temperatur her ein bisschen runterzubringen. Und ich hatte ja schon das Seed-Cycling so ein bisschen angerissen. Und zwar sind wir ja gerade heute bei den Zyklusphasen Luteal- und Menstruationsphase. Und dafür eignen sich tatsächlich Sesamkerne und Sonnenblumenkerne wunderbar. Für die Follikel- und Ovulationsphase kommen da eher Leinsamen und Kürbiskerne in Frage. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch gerne abwandeln. Ich habe diese jetzt auch noch mit Zitronenabrieb verfeinert, einer Prise Salz und die nächsten haben dann Orangenabrieb mit reinbekommen. Und ich habe die hier auf so ein Backpapier gegeben und wollte das Ganze dann sozusagen so umgekehrt machen. Ihr könnt natürlich auch einfach die Schokolade auf die Reiswaffeln geben und dann mit beliebigen Toppings toppen. Aber irgendwie habe ich mir das vorgestellt, dass das Ganze dann irgendwie besser daran haften bleibt. Aber ihr werdet auch gleich sehen, dass ich vielleicht noch hätte ein bisschen mehr Schokolade nehmen sollen, dass die auch wirklich von der
ganzen Ober- oder Unterseite, wie man es nehmen möchte, bedeckt sind. Auf jeden Fall waren die richtig schön knusprig, schokoladig und einfach ein wunderbarer Snack für zwischendurch oder ein Dessert, was zum Mitnehmen. Die kann man sich übrigens auch richtig gut einfrieren. Die werden dadurch auch nicht so zu einem Eisblock, sondern ja, dadurch sind sie einfach dann länger haltbar. Weiter geht's mit etwas Herzhaftem und zwar diesem Kürbis-Linsen-Aufstrich. Es ist ja gerade Kürbissaison, aber auch in unsere Herbstzyklusphase passt das ganz wunderbar. Und zwar habe ich hier Kokaido verwendet. Der ist ja so mein liebster Kürbis. Vor allem ist der auch einfach zu verwenden, denn da kann man die Schale mitessen. Den habe ich hier gekocht, direkt mit den roten Linsen. Die am besten auch wie Getreide mal vorher abwaschen. Ihr seht schon, da kommt unten auch so ein bisschen weißes Wasser raus. Das ist am Ende einfach besser für die Verdauung. Und für das Topping, da wird es ein bisschen fruchtig, habe ich Granatapfel geschält, das am besten unter Wasser machen, dann spritzt das Ganze nämlich nicht so und die Kerne landen unter der Oberfläche und die Schale sozusagen da drüber. Wenn das Ganze dann durchgekocht ist, könnt ihr einfach alles in einen Mixer geben, zusammen mit den Gewürzen, die sind auch schön antientzündlich, dann kam dann noch Tahin mit hinzu, Knoblauch, Apfelessig, Olivenöl und auch frischer Zitronensaft, das Ganze dann mit Salz und Pfeffer abschmecken und ich habe das hier in unserem Hochleistungsmixer gemacht, damit die Konsistenz auch wirklich richtig schön dreamy creamy wird, könnt ihr aber auch gerne einen Pürierstab dafür verwenden. Oben kommt dann noch ein Topping mit drauf. Mag ich ja nicht nur bei Smoothie Bowls gerne, sondern auch so bei den meisten anderen Gerichten. Und ihr seht schon, die Farbe ist richtig toll geworden. Unter anderem halt durch den Kürbis, die roten Linsen, aber auch durch das Kurkuma-Pulver. Hat sogar witzigerweise perfekt zu meinem Oberteil gepasst. Das war nicht mit Absicht, aber ich habe es geliebt. Das habe ich dann hier mit Karotten gedippt. Könnt ihr aber auch super zu was anderem servieren oder mit Crackern essen. Also lasst es euch schmecken. Mit Linsen machen wir auch direkt weiter. Diesmal kommen braune in Einsatz. Sie sind auch einfach eine super Proteinquelle und auch sehr ballaststoffreich. Und ihr könnt diesen Salat auch wunderbar für Resteverwertung verwenden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Staudensellerie, Schalotten und auch Rotkohl reingegeben. Für den fruchtigen Teil kommt dann Apfel in Einsatz. Ein paar knackige Mandeln dürfen nicht fehlen oder auch gerne Walnüsse und ein paar Datteln. Glaubt mir, das harmoniert wirklich wunderbar zusammen. Dann bereiten wir noch schnell das Dressing zu. Am besten direkt in einer großen Schüssel, damit auch alles andere darin Platz hat. Da kommen noch ein paar Hefeflocken mit rein für so einen leicht käsig-würzigen Geschmack. Und dann muss einfach nur noch alles vermengt werden. Der kann auch gerne ein bisschen durchziehen, schmeckt aber auch frisch einfach wunderbar durch die ganzen frischen Gemüsesorten. Und das ist wirklich so eine Geschmacksexplosion durch all die Sachen, die da drin sind. Ist auch wunderbar abwandelbar und ich finde es einfach ideal so zum Mitnehmen. Wir haben den auch schon zum Abendessen gegessen, so für zwischendurch. Einfach richtig lecker, macht satt und ihr seht schon die ganzen tollen Farben. Einfach richtig schön geschmacksintensiv und vielleicht auch mal was anderes so zum Ausprobieren. Was ihr auch unbedingt mal ausprobieren müsst, ist dieser Apfelscheibenkuchen. Das war so ein kleines Experiment und so habe ich hier erstmal Datteln mit pflanzlichem Drink vermixt, einfach so für die Süße und das war dann die Grundlage für unseren Teig und zwar habe ich den gewürzt mit Zimtpulver, außerdem etwas Backpulver, ist jetzt nicht zum Würzen, aber muss trotzdem mit rein, dann eine Prise Salz, Zimtpulver und zum Schluss noch einen Schuss Apfelessig. Das wurde dann vermengt, bevor das Mehl hinzukam. Da könnt ihr gerne Dinkelmehl zum Beispiel verwenden und dann kommen auch schon unsere Äpfel in Einsatz. Und zwar habe ich die erstmal entkernt und dann am besten in so schön dünne Scheiben schneiden. Dann kommen die nämlich mit in unseren Teig und dann beginnt erst so richtig der Spaß. Das könnt ihr so richtig rustikal machen oder ganz, ganz feinsäuberlich wie ich. Und zwar, wenn alle Apfelscheiben mit dem Teig bedeckt sind, könnt ihr euch eine Backform nehmen, am besten so eine Kastenform, die mit Backpapier auslegen und die Apfelscheiben dann schön darin schichten oder auch einfach alles auf einmal reingeben. Vor allem auch alles an dem restlichen Teig. Das Ganze soll dann nämlich zu einem Kuchen gebacken werden und die ganzen Äpfel lassen den halt so richtig schön saftig werden. Die sind jetzt bei mir sozusagen nicht so groß wie die Form gewesen, deswegen habe ich dem Ende einfach noch so ein bisschen runtergedrückt, dass auch an den Seiten noch ein paar Äpfel sind und ihr seht schon, der ist so richtig schön klitschig geworden oder wie sagt man, auf jeden Fall so richtig schön, ja, saftig, anders kann ich es nicht sagen. So, ich hoffe, da waren jetzt heute ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei und auch ein paar Rezepte, die ihr gerne ausprobieren möchtet, packe ich euch natürlich wie immer in die Infobox unten rein, also stöbert euch da gerne mal durch. Ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback und auch auf eure Erfahrungen zu dem heutigen Thema, falls ihr die teilen möchtet, seid ihr immer herzlich dazu eingeladen. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye!